jetzt irgendein Blödsinn mache. Jetzt 12 Stück und nochmal 18 für das andere. Noch 5 von denen und 12 von denen. Ich würde das gern fertig bauen. Dann habe ich einen Keller, der 19 Leichen halten kann. Das ist eine Menge. Zack. 19 werden definitiv reichen. Ich meine, rein theoretisch könnte ich die beiden noch abreißen und nochmal zwei, aber das reicht wirklich. Es wird eh wahrscheinlich ewig dauern, diese 19 Stück hier zu benutzen. Ach ja, wenn ich schon mal hier bin, kann ich ja so rumgehen. Okay, wir haben das mit dem Fliegenpilz. Beide Pilze. Okay, dann untersuchen wir die mal. Essbarer Pilz. Damit kann ich nichts machen. Was kann ich mit dir machen, Fliegenpilz? Zu einer Flüssigkeit. Flüssigkeit war hier. Was wirst du? Giftige Lösung. Da hatte ich nicht schon? Ja, doch, habe ich. Okay, giftige Lösung hätte ich. Erforschen wir mal die giftige Lösung. Nicht wirklich was Tolles erforscht damit. Okay, also versuchen wir es doch mal hier. Okay, da bin ich gespannt. Jetzt muss ich die auch befüllen. Jetzt will ich wissen, wie das denn aussieht, wenn du mir das so erzählst. Ja, mach ich dann. Erstmal ein bisschen rumexperimentieren. Okay. Als erstes kann ich das gar nicht. Okay, das heißt, giftige Lösung muss als zweites da sein. Und Alkohol. Komm, es wäre witzig, wenn es auf Anhieb jetzt klappt. War ja fast schon klar. Also ist wahrscheinlich hier irgendwas damit. Jetzt kann ich an zweiter Stelle. Okay, jetzt kann ich nur an zweiter Stelle. Kann ich als dritter Alkohol? Ja. Und auch als erstes. Oh, oh, oh. Ich meine, ist das Doppelalkohol? Kann das sein? Nein, ich kann keine zweimal Alkohol nehmen. Okay, dann versuche ich mal anders drüber nachzudenken. Es ist eine Infusion. Todesordnung. Hilft dir vielleicht Giftiges? Nein. Soll ihn ja nicht umbringen. Leben? Hier, Gegenteil von Tod, Leben? Oh, der Händler ist da. Ich muss mit ihm reden. Ab, das war ein Reinfall. Und zwar ein großer. Noch habe ich ein paar Versuche. Okay, nebenbei. Warte. Wer ist das denn? Endlich der Vampir Karl, der Typ, der alle Geheimnisse bricht. Jetzt hat der Esel den echt entführt. Wie krass ist der denn? Ich war mir immer sicher, dass du eines Tages anfängst, die Lebenden in kleinen Stücken zu schneiden. Ich hoffe, du wärst clever genug, um sicherzustellen, dass es keine Zeugen gibt, als du ihn gekidnappt hast. Er ist ein Vampir und ich werde ihn verhören. Kann ich jetzt bitte? Na klar doch, viel Spaß. Wo bin ich? Wer bist du? Ich unterschreibe alles, ich gestehe, was immer auch du willst. Aber tu mir bitte nicht weh.
Das wird ja noch einfacher, als ich dachte. Das freut mich. Also dann erzähl mir mal alles, was du über die Frau im schwarz-goldenen Mantel weißt. Ich werde nichts sagen. Wie bitte? Du kannst mich foltern, du kannst mich töten, aber von mir erfährst du kein Wort. Du hast doch gerade gesagt, Bertha, tut mir echt leid, dass das... Kann man sich ja nicht ansehen. Diese Blödsinn nennst du ein Verhör? Hör auf, dich wie ein Idiot zu benehmen und finde einen Profi. Ja, da hast du wohl recht. Ich bin mir sicher, dass Sheephird mir gerne dabei hilft. Jetzt hat er den einfach entführt und hergebracht, der Esel. Wie krass ist der denn? Hätte er die Revolution nicht gleich so machen können? Ja, nicht schlecht, okay. Okay. Reden wir mal mit denen. Okay, Kaufmann. Also die Zeremonie in der Kathedrale. Kannst du zu einer großen Zeremonie an meiner neuen Kathedrale beiwohnen? Zusammen mit dem Bischof beten wir dafür, dass das Wasser in der Stadt zurückkehrt. Der Bischof ist das dieser dreiste Kerl? Könnte man so sagen, ja, dreist ist er schon irgendwie. Also die Zeremonie ist der perfekte Anlass, allen meine neue Position zu zeigen. Also kommst du? Ich weiß nicht, der Bischof ist mein Bruder. Wir haben viele Jahre lang nicht mit einer gesprochen. Was? Er denkt, dass ich meine Zeit mit Reisen verschwendet habe, statt mich hier in der Stadt um meine Karriere zu kümmern. Vielleicht wird es Zeit, dass ihr Frieden schließt. Du hast recht, ich werde da sein. Okay. Interessant. Okay, den habe ich. Als nächstes mit Schiefert. Ja, der wird den Vampir wirklich gut volltexten, aber ob er ihn richtig foltern kann? Das ist die andere Frage. Bitte ihn, dir mit Karl zu helfen. Falls du nicht zu beschäftigt bist, könntest du mir helfen, einen Vampir zu verhören. Warum nicht? Es gibt doch nichts Schöneres, als einen angehenden Untotenjäger zu Beginn seiner Karriere zu helfen. Ein angehender Untotenjäger? Oh, ich glaube, hier gibt es ein Missverständnis. Das muss dir nicht unangenehm sein. Ich weiß doch, dass du schon immer davon geträumt hast, so wie ich in meiner Jugend. Ich weiß, was du mich fragen willst. Und ja, natürlich werde ich dein Mentor sein. Aber, und deine erste Lektion ist das Verhör eines Vampirs. Hör dir die geheimen Taktiken unseres Ordens an. Du bist der Böse und ich kenne diese Taktik. Du bist der Gute. Bist du bescheuert, Lehrling? Ich werde der sehr Böse sein. Das ist so geil. Nicht übel, dieser Ort erinnert mich an den Pausenraum des Ordens. Ist das ein Schädel vom Schlachtfeld? Nein, das ist nur Dekoration. Dekoration, die jetzt bitte still ist. Fangen wir mit etwas Einfachem an. Ich müsste hier irgendwo noch etwas Knoblauch haben. Das ist ja. Sieh zu und lerne, mein Lehrling. Das ist die letzte Chance, Vampirbrut. Wirst du reden? Niemals. Gut, dann fangen wir mal an, Lehrling. Nimm ein Knoblauchzehe und iss sie. Was zur Hölle schon wieder? Das muss doch ein Scherz sein. Iss sie sofort, das ist ein Befehl. Oh Gott, was passiert jetzt? Ah. Gut, und jetzt beuge dich über den Vampir und atme aus. Gut, redest du jetzt? Nö. Perfekt, dann müssen wir wohl die Konzentration erhöhen. Lehrling, ist zwei weitere. Hör mal, ich kann echt nicht mehr. Versuchen wir etwas anderes. Geht Zeit für meinen Favoriten. E-Moll. Oh, Liebste, Augen sehen aus wie Kohlrabi. Oh Gott, oh, wie furchtbar. Hör auf zu singen, ich rede ja schon, ich werde alles erzählen. Oh Gott. Oh, der war schlecht. Oh, der war so schlecht, dass er wieder gut war. Peinliches Verhör. Jetzt schon? Das ging ja schnell. Die Frau im schwarz-goldenen Mantel, ist sie wirklich die Vampirkönigin? Klar, und ich bin der Sultan der Ghule. Nein, Mann, Vampire sind doch Anarchisten. Warum habt ihr für sie gearbeitet? Wir hatten eine Abmachung. Wir tun, was wir verlangt, und sie befreit uns im Gegensatz von unserem Blutdurst.
Aber stattdessen hat sie unseren ganzen Clan zerstört, all meine Brüder. Vier von uns wurden in Kieferknochen verwandelt, als sie versuchten, den vierten Wärter umzubringen. Ich habe meinen Brüdern gesagt, dass das ein böses Omen ist und dass wir aufhören sollten, für sie zu arbeiten. Aber sie haben nicht auf mich gehört. Wer war diese Frau? Wer weiß, sie hat uns nichts über sich erzählt. Aber anscheinend war sie eine mächtige Magierin. Sie kam nicht aus der Stadt. Sie sprach wie, als ob sie es gewohnt wäre zu herrschen. Und sie benutzte altmodische Wörter. Außerdem schien sie nicht ganz dicht zu sein. Erzähl mir von dem Ritual im nebligen Morast. Mächtige schwarze Magie, um den vierten Wärter zu töten. Soweit ich weiß, war es erfolgreich. Das Ritual wurde beendet. Und dann kam es zum großen Knall. Und der Wärter starb. Unglaublich, das ist die Antwort. Sie tötete den Wärter, um den uralten Fluch auszulösen. An dem Tag war ich zu spät zum Ritual dran. Das hat mir das Leben gerettet. Was meinst du damit? Ich sah alles, während ich mich im Gebüsch versteckte. Da war ein Spionin, eine Frau mit rotem Haar. Unsere Herren befahl meinen Brüdern, sie zu töten, und das taten sie. Aber als sie sich der Leiche der Spionin näherte, geschah etwas Unglaubliches. Sie schrie, und was für ein merkwürdiges Geschrei das war. Dann hat sie sie alle bei lebendigem Leib verbrannt. Sie tötete all meine Brüder, obwohl die nur getan hatten, was sie verlangte. Ich konnte ihnen nicht helfen. Ich hatte solche Angst, dass ich weggelaufen bin. Die Spionin, die Frau mit den roten Haaren. Ich kenne nicht eine Frau mit roten Haaren. Vielleicht hat sie überlebt? Das ist alles, was ich wissen wollte. Du kannst jetzt gehen. Wirklich einfach so, ich kann gehen? Zisch ab. Habe ich dir richtig verstanden? Du hast mich als Dekoration bezeichnet? Gary, hör mal, es tut mir echt leid, aber lass uns später drüber reden. Ich hab's echt eilig. Eine Entschuldigung, Mann, siehst du das nicht? Das ist eine tolle Geschäftsidee. Könntest du mich in goldene Farben anmalen und mich auf den Markt verkaufen? Dann komme ich ein Weilchen später einfach zurück zu dir. Wir können das immer und immer wieder machen. Das denkt man an all das Geld. Oh, Gary. Ja, witzig. Finde ich gut. Ich wäre dabei, Gary. Ich wäre sowas von dabei. Snowball gegessen, dein Mund brennt. Okay, 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 okay. Rote Frau. Okay, dann reden wir mal mit ihr. Okay. Du redest lieber mit meinem Ehemann, er hat dir das Sagen. Über das Ritual im nebligen Morast. Kette, warst du schon einmal im nebligen Morast, vielleicht so vor 30 Jahren? Was für eine komische Frage, Wärter. So komisch ist die gar nicht. Antwort einfach mit Ja oder Nein. Sag mal, wer hat dir eigentlich die Erlaubnis erteilt, mich zu verhören? Das ist ja nur eine Frage, aber deine Reaktion meine ich zu erkennen, dass die Antwort Ja ist. Denk doch, was du willst, Wärter. Lass mich in Ruhe. Kette, ich wollte dich nicht beleidigen. Ich wollte nur wissen, lass mich in Ruhe. Kette scheint die Frau mit den roten Haaren zu sein. Ich muss es noch einmal versuchen. Sie weiß etwas. Kette, tut mir wirklich leid, dass ich so unhöflich war, aber dieses Geheimnis muss aufgeklärt werden. Ich sehe, dass dich das aufregt, aber bitte vertrau mir. Ich verspreche, dass dir nichts Schlimmes geschehen wird. Kette, bitte. Ich versuche, den uralten Fluch aufzuhalten, Kette. Das ist extrem wichtig. Die Frau mit dem schwarz-goldenen Mantel hat den vierten Wächter getötet und den Fluch ausgelöst. Und sie ist die Einzige, die ihn beenden kann. Ich weiß nichts, Wärter. Das ist doch gelogen. Ich kann dir nicht helfen, aber warum nicht? Weil ich es nicht ansehen kann, wenn meine Schwester getötet wird. Kyoto? Aber er würde sie töten wollen. Sie alle, die Bürger, die Dorfbewohner, sogar hoartig, wenn sie herausfinden, was sie getan hat. Was sie getan hat, was denn? Kette. Sie hat angefangen davon zu erzählen. Ich muss sie dazu bringen, weiter zu erzählen. Vielleicht weiß hoartig, wo sie sein könnte. Oh, jetzt wird's ja richtig spannend hier. Okay, erstmal, hast du noch irgendwas für uns? Nee. Obwohl, eigentlich... Hier meine Taverne ist in letzter Zeit ein bisschen leerer geworden, auch wenn es jetzt nicht die beste Qualität ist. Obwohl es wahrscheinlich echt doof ist. Ich werde wahrscheinlich... Wohl. Egal. Wird schon gut gehen. Okay, wegen Frau Kette.
Hortig, wohin geht deine Frau normalerweise, wenn sie gestresst ist? Normalerweise geht sie nirgendwo hin. Sie bewirft mich nur mit schweren Gegenständen. Aber vielleicht findest du sie irgendwo an der Küste. Okay, an der Küste. Okay, hier ist die Küste. Das heißt... Redender Schädel. Kann ich noch ein bisschen Geld kassieren? Boah. Schon wieder so viel Geld. Ja, es sieht hier echt düster aus. Okay, dann ist wenigstens ein bisschen aufgefüllt. Langsam geht mir der Alkohol aus. In der Küste. Ist das hier irgendwo? Ja. Kette, was genau hat deine Schwester Kloto getan? All diese Dinge, von denen du erzählt hast. Sie hat den vierten Wärter getötet und den Fluch ausgelöst. Was willst du da sagen? Die Frau im schwarz-goldenen Umhang war Kloto? Das ist unmöglich. Kloto ist doch nur eine harmlose alte Hexe. Und sie hat dich bestimmt nicht umbringen lassen. Es ist meine Schuld, Werte. Alles, was passiert ist, ist meine Schuld. Ich habe meine Schwester im Stich gelassen, als sie mich am meisten gebraucht hat. Ich habe sie betrogen, wie all die anderen. Ich genoss ein glückliches Leben mit Horadik, während Kloto im Sumpf vor lauter Einsamkeit und Verzweiflung verrückt wurde. Und als wir uns viele Jahre später wieder trafen, erkannte ich, dass meine Schwester ein Monster geworden war. Erzähl weiter. Dunkelheit hatte von ihr Besitz ergriffen. Sie träumte von blutiger Rache, von der Zerstörung der ganzen Welt. Sie hat mich aus ihrem Haus geworfen, aber ich bin nicht weggegangen. Ich habe es einfach nicht über mich bringen können. Und als sie in den Moors ging, folgte ich ihr. Ja, sie hat ihren Vampiren befohlen, mich zu töten, aber nur weil sie mich nicht erkannte. Ein Teil von ihr liebte mich noch immer, da bin ich mir sicher. Das erklärt eine Sache. Als sie sah, dass die Vampire ihre Schwester getötet hatte, wurde Kloto zornig und verbrannte sie alle. Wie hast du überlebt? Meine Magie. Der Mors versteckt Magie. Darum hat Kloto diesen Ort für ihre Rituale gewählt. Ich kehrte zu Klotos Haus zurück und ich sah, wie sie unglücklich und wahnsinnig zwischen zerbrochenen Flaschen auf dem Boden herumkroch. Sie hatte versucht, sich umzubringen. Es ist ihr nicht gelungen. Aber ihr Geist und ihr Gedächtnis trugen schweren Schaden davon. Was hast du getan? Ich konnte sie nicht erneut im Stich lassen. Deshalb entschloss ich mich um sie zu kümmern und ihr Geheimnis zu bewahren. Wer weiß sonst noch davon? Niemand. Sie würde sie umbringen, wenn sie herausfinden, dass sie Schuld am uralten Fluch hat. Ich muss mit Kloto reden. Im Namen des uralten Gottes sagt kein Menschen Seele etwas davon. Alles, was passiert ist, ist alles meine Schuld, nicht ihre. Kloto ist an all dem schuld? Nein. Und jetzt soll ich sie verpetzen? Na, ich gehe erstmal zu Kloto, bevor ich das irgendjemand anderem sage. Nicht, dass ich echt noch dafür sorge, dass sie umgebracht wird. Ganz nebenbei. Zack. Okay, dass Kloto jetzt daran schuld ist, überrascht mich. Nebenbei, es ist eine neue Leiche gekommen. Tue ich mal die schnell pflanzen, bevor sie verrottet. Was ist pflanzen? Kaltstellen.
Okay, die kommen hier zu den anderen Missionssachen. Die Geschichte kommt natürlich in so ein Geschichtenregal rein. Aber überrascht mich trotzdem mit Kloto. Wie viele Karotten? Noch 10 Stück. Ernten wir noch schnell die Karotten. Und pflanzen natürlich gleich neue. Nachdem ich das alles hier abgegeben. Ja, falsch. Abgegeben habe. Okay, Weizen kann ich auch gleich mitnehmen. Wenn ich schon mal da bin. Okay, schön alles ernten. Dann haben wir wieder genug Karotten für unseren Esel und die Leichen. Okay, ich habe doch hier Spitzendünger. Benutze ich den mal, damit ich bei der nächsten Ernte richtig viele Karotten kriege. Ich möchte ja so viele haben, wie es nur geht. Wir wollen ja wirklich ganz, ganz viele haben. Okay, nein, wir wollen keine Kürbis, wir wollen nur Karotten. Keine Zwiebel, kein nichts. Ich will hier nur Karotten. Danach kann ich wieder die Zwiebeln machen. Aber erstmal nur Karotten. Okay, ich denke, das war's dann erstmal mit den Karotten. Ja. Kann ich den Rest eigentlich mit den goldenen Zwiebeln schon machen? So. Geh 4 von denen rüber. Die Samen auch darüber. Die Weizensamen rüber, die Karotten rüber. Ja, das mit Kloto hat mich jetzt wirklich überrascht. Habe ich nicht erwartet. Ich frage mich aber denn, wer im Endeffekt hier Vampirkönig, Königin ist. Weil es muss ja jetzt jemand anders sein. Wenn es Kloto nicht ist. Das würde mich gerade mehr interessieren, wer denn Vampirkönigin ist. Nebenbei. Wasser mache ich wieder in meinen Wassertank. Ich glaube, ich bin ein bisschen spät dran, aber ich kann ja trotzdem versuchen, ob ich nochmal Kloto abbekomme. Vielleicht erwische ich die ja noch. Kann ja sein. Ich bin gespannt, was sie zu den ganzen Plot-Twists sagt. Hat mich wirklich überrascht.